Vielen Dank für die einleitenden Worte. Also ich werde heute die Zeitschriftendatenbank vorstellen im Kontext Digitalisierung. Also welchen Beitrag leistet die Zeitschriftendatenbank als Steuerungsinstrument für Digitalisierungsprojekte? Ich werde zunächst ein paar Worte zur Zeitschriftendatenbank an sich sagen. Dann dazu übergehen, was die Spezifika von Digitalisierungsvorhaben sind, welche Bedeutung der ZDB in diesem Kontext zukommt und dann als Abschluss besondere Features im neuen ZDB-Katalog vorstellen, weil nämlich der neue ZDB-Katalog in einem Kontext von Digitalisierungsprojekten entstanden ist und entsprechend auch besondere Features integriert haben, die Digitalisierungsprojekte unterstützen soll. Und die möchte ich Ihnen dann auch live zeigen. Was ist die Zeitschriftendatenbank? Die Zeitschriftendatenbank ist das wichtigste nationale Erfassungs- und Nachweisinstrument für Zeitschriften, Zeitungen, Schriftenreihen und anderen periodisch erscheinenden Veröffentlichungen im deutschsprachigen Raum. Die Daten werden kooperativ erfasst und sie wird auch als Datengrundlage für diverse Statistikprojekte herangezogen, für Datenselektion, für Datenzuweisung und auch für statistische Auswertungen. Die ZDB-Daten, die in der Zeitschriftendatenbank gespeichert werden, sind auch über diverse Schnittstellen verfügbar und können darüber bezogen werden. Die prominentesten sind dann natürlich die SAU-Schnittstelle und die OAI-Schnittstelle. Die Verantwortung für den Betrieb und die Weiterentwicklung der ZDB liegt bei der DNB und der Staatsbibliothek zu Berlin als kooperative Partner. Jetzt hier, damit Sie einen konkreteren Eindruck bekommen, ein paar Zahlen zur ZDB. Momentan beinhaltet die ZDB 1,8 Millionen Titel. Vertreten sind alle Länder, alle Sprachen und alle Zeiten. Und es werden sowohl gedruckte Ausgaben nachgewiesen, als auch elektronische und digitalisierte. Zusätzlich beinhaltet die ZDB auch Links zur gemeinsamen Normdatei, die GND, die normative Daten beinhaltet zu Personen und Körperschaften und Geografika und zusätzliche Informationen dazu natürlich beinhaltet. Und zwischen den Titeln und den GND-Daten gibt es eine Verknüpfung, sodass die Informationen auch entsprechend nachgenutzt werden können. Auch zwischen verschiedenen Titeln gibt es Verknüpfungen, die auch sehr wertvoll sind. Die Titel werden verknüpft, also Verknüpfungen zwischen Titeln existieren in der Form, dass Parallelausgaben miteinander verknüpft sind, Vorgänger, Nachfolger verknüpft sind und bei Zeitungen und ähnlichen Publikationen auch enthaltene Beilagen, was auch im neuen Katalog genutzt wird, um bestimmte visuelle Aufbereitungen vorzunehmen. Neben den Titeln sind in der ZDB auch Bestände nachgewiesen, aktuell 13,5 Millionen Bestandsangaben nachgewiesen. Die sind Bestandsangaben von ca. 3.600 Institutionen. Es sind primär Bibliotheken, die ihre Bestände nachweisen, aber zunehmend kommen auch Nachweise von Archiven und Museen hinzu. Das ist auch aktuell vorgesehen, dass in den nächsten Jahren der Datenbestand des Mikrofilmarchivs in die ZDB reinkommt, aber es ist halt noch in Planung erstmal angedacht. Also es ist zwar eine Datenbank, die natürlich medienbezogen ist, aber nicht auf eine Sparte wie Bibliotheken begrenzt. Zusätzlich habe ich auf der Folie aufgeführt, was die Katalogisierungstools sind, weil es ja so ist, es ist ein kooperatives Instrument, wo verschiedene Institutionen mitarbeiten und ihr Katalogisator eingeben. Dafür gibt es zwei Katalogisierungstools, die zur Verfügung stehen, eins für Experten, die BNBW, und ein vereinfachtes für nicht ganz so bibliothekarische Nutzer mit so Feldern, Felddarstellungen für einfachere Angaben, das ist das WebCat.
Aufgrund ihrer Datenmenge und der Nachweisfunktion nimmt die ZDB auch eine besondere Rolle ein im Rahmen von Digitalisierungsvorhaben. Es gibt nämlich gerade bei fortlaufenden Titeln eine besondere Herausforderung, denen Digitalisierungsvorhaben begegnen, nämlich die Bestände eines einzelnen Titels sind häufig auf mehrere besitzende Einrichtungen verteilt. Und wenn man einen Titel auch in seiner gesamten Laufzeit digitalisieren möchte, erfordert dies häufig eine Kooperation von mehreren Einrichtungen. Und hier spielt die ZDB halt eine wichtige Rolle, weil sie halt Nachweis der Titel beinhaltet und Nachweis der Bestände der unterschiedlichen Institutionen. Wesentliche Schritte in einem kooperativen Digitalisierungsvorhaben sind so grob einmal vorbereitende Maßnahmen, dann die Digitalisierung an sich, dann Fragen der Erschließung und natürlich dann der Aspekt Bereitstellung und Archivierung. Nicht bei allen diesen Schritten spielt die ZDB eine Rolle, aber bei zweien schon, wobei ich mir hier erlaubt habe, noch einen Begriff hinzuzufügen. Nämlich einmal bei den vorbereitenden Maßnahmen und auch im Zusammenhang Erschließung und Zugang zu den Digitalisaten. Welche Rolle hat jetzt die ZDB konkret im Rahmen von Digitalisierungsprojekten? Zum einen ist sie natürlich ein Rechercheinstrument, das genutzt werden kann, um die Bestandslage zu klären, auch zu identifizieren, welche Partnereinrichtungen für ein Kooperationsprojekt in Frage kommen, gerade wenn es Bestandslücken gibt und Bestände dann entsprechend auf verschiedene Institutionen verstreut sind. Dann ist es natürlich ein Ort, auch der bekannt, ein Ort, der geeignet ist, um geplante Digitalisierungsvorhaben auch bekannt zu machen, damit man auch vermeiden kann, dass zwei Institutionen gleichzeitig Digitalisierungen vornehmen und so eine Doppelarbeit entsteht. Und dann ist es natürlich der Ort, wo man die Digitalisierung auch direkt nachweist, sodass auch Kenntnis davon ist, was ist schon digitalisiert. Also eine ist quasi die Planung, was soll digitalisiert werden und gleichzeitig auch der Nachweis, was ist digitalisiert. Als Nachweisinstrument ist es natürlich darüber hinaus noch geeignet, halt die Digitalisierung an den Einrichtungen sichtbar zu machen und auch die Digitalisate sichtbar zu machen und auf diese hinzuführen. Die ZDB bietet eine übergreifende Recherchemöglichkeit mit zahlreichen Suchstöber- und Visualisierungsfunktionen, die das natürlich dann auch fördern. Und mit den Möglichkeiten, die die Schnittstellen bieten, ist die ZDB zusätzlich in diesem Kontext bedeutsam als Datenprovider für zukünftige Portale, die digitale Bestände nachweisen, wie etwa in der Deutschen Digitalen Bibliothek oder in Europeana. Man muss dazu sagen, die ZDB selber beinhaltet nur bibliografische Daten. Das heißt, es ist dann quasi eine Verlinkung zu den Digitalisaten, die die ZDB bietet. Und Digitalisate würden dann anderen Portalen angeboten. Welche Rolle spielt jetzt der ZDB-Katalog in dem Kontext? Ich hatte ja schon ganz am Anfang gesagt, ZDB-Katalog, der neue, ist bedeutsam in diesem Kontext, einfach auch vor dem Hintergrund, weil er genau in diesem Kontext Digitalisierungsprojekte entwickelt wurde. Die Beta-Version, die 2015 auch erstmals online gegangen ist, wurde im Rahmen eines DFG-finanzierten Gemeinschaftsprojekts entwickelt, dass das Thema Digitalisierung historischer Zeitungen hatte und sechs Kooperationspartner beinhaltete, die ich hier mit Logos aufgeführt habe. Das Gemeinschaftsprojekt hat sich natürlich in Teilprojekte noch weiter unterteilt. Also es waren dann vier Projekte zur eigentlichen Digitalisierung. Also dann ging es darum, Digitalisate wirklich zu erzeugen, verschiedene Verfahren auszuprobieren und darauf aufbauend dann auch Empfehlungen für spätere Digitalisierungsvorhaben zu formulieren. Und zwei Projekte zielten eher darauf
die Instrumente für Recherche und Anzeige zu verbessern. Das war einmal die Verbesserung des DFG-Viewers als die Plattform, wo Digitalisate angezeigt werden können, oder die technische Plattform, die für die Anzeige von Digitalisaten geeignet ist, und natürlich dann die ZDB als Rechercheinstrument für Zeitungen. Zur Durchführung des ZDB-Projekts war ein Jahr vorgesehen. Das bedeutet, dieses eine Jahr wurde genutzt, halt, um eine Beta-Version zu entwickeln, die wesentlichen Funktionalitäten beinhaltete. Bestimmte Funktionalitäten, die wir bedienen mussten, waren natürlich dann vorher auch festgelegt, denn das Ziel war, die ZDB weiterzuentwickeln als Steuerungs- und Nachweisinstrument für Zeitungen und Zeitungsdigitalisierungsprojekte und entsprechenden diesen damit einhergehenden Anforderungen auch Genüge zu tun. Seit September diesen Jahres haben wir auch geschafft, eine die Beta-Version jetzt abzulösen, sodass der neue ZDB-Katalog jetzt als Produktivversion zur Verfügung steht und dann auch nächstes Jahr den alten OPAC komplett ablösen wird. Also quasi funktional ist der neue ZDB-Katalog schon perfekt, könnte ablösen, aber wir müssen noch ein paar Schnittstellen im Hintergrund anpassen. Und Links müssen auch noch geändert werden auf den Katalog, sodass der alte zunächst neben dem neuen erstmal weiter existiert. Ich möchte Ihnen jetzt bestimmte Features vorstellen, die wir extra in dem Kontext auch entwickelt haben. Es sind einerseits Features, die Digitalisierungsvorhaben wirklich ganz besonders unterstützen, aber zudem natürlich auch Features, die Recherche verbessern oder neue Optionen für die Recherchen bieten und damit auch neue Möglichkeiten auch für Kriterien, Auswahlkriterien, an denen man sich orientieren kann, wenn man eine Auswahl trifft für eventuell relevante Zeitungen. Die Bedeutung einer der wichtigsten Funktionen ist natürlich, dass auch im Katalog dann so etwas wie, ist Digitalisat vorhanden, ist Digitalisat nicht vorhanden, ist es geplant, dass das nachgewiesen wird. Entsprechend haben wir eine Facette-Digitalisierung vorgesehen, die zum einen beinhaltet die Digitalisatform, wenn eine Digitalisierung durchgeführt wurde, aber auch ein Attribut geplante Digitalisierung. Dieses Attribut geplante Digitalisierung kann man auswählen in einer Facette. Wir haben aber auch eine erweiterte Suche vorgesehen, wo genau dieses Attribut vorab auswählbar ist, mittels einer Checkbox. Ich habe hier Ihnen einen Screenshot der erweiterten Suche gemacht, wo ich die Checkbox entsprechend hervorgehoben habe. Also man kann dann entsprechend in der Suche nach einzelnen Titeln suchen, man kann auch suchen nach Jahrgängen, nach Zeitungen oder nach geplanter Digitalisierung in jeder Kombination. Also man kann auch nur nach geplanter Digitalisierung suchen, dann findet man alle Zeitungen, deren Digitalisierung geplant ist. Man kann auch zusätzlich Einschränkungen nach Land, Verbreitungsort und üblichen Sachen machen oder auch im Kontext gerade historische Zeitungen, auch kombiniert mit einem Zeitstrahl, dass man weiß, fortlaufende Informationsressourcen von 1500 bis 1800, welche Digitalisierungen sind geplant, also für welche Ressourcen sind Digitalisierungen geplant. Das kann man dann schon durch die erweiterte Suche eine entsprechende Suche anstoßen. Hier habe ich mal eine Trefferliste, da habe ich wirklich die einfachste Suche gemacht. Ich habe einfach nach geplanten Digitalisierungen gesucht. Einfach auch, um hier kurz die Zahlen nennen zu können, wie viel momentan nachgewiesen sind an geplanten Digitalisierungen. Das sind momentan 6.800 Titel, deren Digitalisierung geplant ist. Auf der linken Seite sehen Sie entsprechend ganz unten auch die Facette-Digitalisierung, wo geplante Digitalisierung auch angehakt ist. Und die Auswahl spiegelt sich auch oben im Filter wider.
In der Vollanzeige werden dann konkretere Angaben zur Digitalisierung gemacht unter dem Label Bestandsschutz, sodass man da nachsehen kann, wer plant dann eigentlich eine Digitalisierung, also in diesem Fall für den Titel Volkswacht ist es eine Bibliothek mit dem ISE.de/6, die für die Jahrgänge 2017 bis 2019 entsprechendes plant. So dass man sich über den Katalog quasi auch einen Überblick verschaffen kann über geplante Digitalisierung. Ich gehe jetzt dazu über, mal Ihnen was live zu zeigen vom ZDB-Katalog. Und ich hoffe mal, es klappt, weil die URL ist inzwischen. Das erste Feature, das ich Ihnen vorstellen möchte, wurde auch vor dem Hintergrund extra der Digitalisierungsprojekte. Bin ich jetzt noch eingeloggt? Da ist es. Extra kreiert, das ist der Bestandsvergleich. Normierte Daten, die vorhanden sind, werden ausgewertet, um diese Ansicht zu ermöglichen. Schwarze Markierung, also es ist ein Titel, was man auch oben sieht, der nicht überall nachgewiesen wird. Der Zeitstrahl insgesamt spiegelt einfach Anfangs- und Endzeitraum eines Titels wider, also 1721 erstmals erschienen, 1778 letztmalig erschienen. Und die Markierungen im Zeitstrahl spiegeln entsprechend wieder, wo Bestände vorhanden sind, welche Jahrgänge. Also das ist quasi ein Titel, der wirklich nicht überall nachgewiesen ist. Graue Markierung bedeutet, es ist Nachweis vorhanden für die Jahrgänge. Weiß bedeutet, Bestand ist nicht nachgewiesen. Das Besondere dieser Ansicht ist halt, dass man wirklich visuell sehr schnell sehen kann, wer hat die meisten Bestände. Es ist auch in der Default-Einstellung so, dass an erster Stelle in der vier vorab ausgewählten, in der Ansicht mit den vier abausgewählten Bibliotheken, diejenige Bibliothek steht, die den meisten Bestand hat, sodass das auch eine erste Orientierung ist. An welche Bibliothek wendet man sich eventuell, welche ist auch vielleicht geeignet, um so ein Kooperationsvorhaben für diese Digitalisierung in Angriff zu nehmen. Und man sieht natürlich auch visuell, wie die Verteilung ist. Wenn das jetzt ein Kooperationsprojekt ist von spezifischen Bibliotheken, hat man auch hier die Möglichkeit, entsprechende Bibliotheken, die für einen relevant sind, hinzuzunehmen. Die werden gleich hinzugefügt und natürlich auch wegzunehmen, sodass man entsprechend auch auf bestimmte Bibliotheken sich fokussieren kann. Diese visuelle Aufbereitung ist natürlich etwas, was einfach nur so eine Groborientierung gibt. Es kann natürlich sein, dass ein Jahrgang zwar nachgewiesen ist, aber bei der Bibliothek vielleicht nur ein Heft. Deshalb ist auch zusätzlich auch in dieser Sicht die Möglichkeit geboten, sich genauere Informationen zu den nachgewiesenen Beständen anzuzeigen. Nämlich ganz einfach über diesen Bestandsnachweis, den detaillierten, der dann detailliert aufweist, was ist nun genau nachgewiesen. Das war die, also mit der Checkbox geplante Digitalisierung und Bestandsvergleich waren das die zwei Features, die besonders auf Digitalisierungsaspekte zugeschnitten sind und die Digitalisierungsvorhaben in besonderem Maßen unterstützen möchte. Aber es sind natürlich noch zusätzliche Features vorhanden, die einerseits für die Recherche gut sind, aber auch als zusätzliche Orientierung für eine Auswahl dienen können. Und ich möchte Ihnen zwei vorstellen. Einmal die Titel- und Beilagenhistorie und Netzwerkgraph. Beides basiert auf Titelverknüpfungen. Ergänzend meinen Folien habe ich auch die Verbreitungsortkarte mit erwähnt, in denen Verbreitungsorte von Zeitungen
suchbar sind auf einer Karte. Zeigen möchte ich Ihnen aber jetzt eigentlich die Visualisierung für die Titelverknüpfung. Hat mein Kopieren gerade nicht ganz geklappt? Ich bitte um ein bisschen Geduld. Ich beginne, weil ich jetzt gerade den Link aufgerufen habe, nicht mit Titel- und Beilagenhistorie, sondern mit dem Netzwerkgrafen. Im Netzwerkgrafen werden alle Relationen zu einem Titel angezeigt. Also man kann sich visuell anzeigen lassen, die Parallelausgaben, Vorgänger, Nachfolger, enthaltene Beilagen. Und das ist eine Ansicht, die eigentlich sehr flexibel gestaltet ist, weil man sich die Visualisierung auch so zurechtschieben kann, dass man gut mit ihr umgehen kann. Es kann nämlich auch sein, das hier wirkt ja noch recht übersichtlich, aber wenn man andere Zeitungen hat, dann kann es sein, allein 20, 30 Parallelausgaben oder sonst wie was, damit sehr unübersichtlich. Also man kann hier die Zeitung an sich verschieben, man kann die Relation verschieben. Nebenbei habe ich Ihnen jetzt auch noch gezeigt, dass man bestimmte Relationen auch wegklicken kann, wenn man sagt, ja, mich interessieren jetzt nicht alle Relationen, sondern mich interessieren jetzt nur die Vorgänger und entsprechend klicke ich die andere Anzeige weg und fokussiere darauf. Angezeigt im Default ist erstmal unmittelbare Verknüpfung, aber man hat natürlich diverse Möglichkeiten zur Grapherweiterung. Man kann einen Graph schrittweise erweitern oder um eine ganze Ebene erweitern. Schritt für die schrittweise Erweiterung ist hier ein Pluszeichen. Mach mal ein bisschen größer vorgesehen. Wenn Sie darauf klicken, da habe ich gerade so, dann wird entsprechend dieser Zweig dann, also von diesem Titel aus, expandiert. Man hat natürlich auch die Möglichkeit, eine direkte Ebene, dann wird der ganze Graph um eine Ebene expandiert. Worauf ich Sie noch aufmerksam machen wollte, bei der Expansion, selbst um eine Ebene, bleiben die Relationen, die Sie vorher weggeklickt haben, auch geschlossen. Also dieser Bereich wird dann nicht expandiert, sodass man zahlreiche Möglichkeiten auch hat, sich die Anzeige so zu gestalten, wie man möchte. Eine andere Sicht auf die Titelverknüpfung bietet die Titel- und Beilagenhistorie. Die beinhaltet nur in Anführungszeichen, Vorgänger und Nachfolger eines Titels, inklusive Beilagen. Aber hier stärker betont ist auch der historische Aspekt. Oben sehen Sie eine Zeitleiste, aus der auch durch die graue Markierung entnommen werden kann, was gerade angezeigt wird. Was prinzipiell sichtbar ist. Das wird dann hier entsprechend kleiner, sodass Sie immer so grob eine Orientierung haben, was wird entsprechend angezeigt, was ist auf dem Bildschirm tendenziell sichtbar. Man kann es natürlich auch entsprechend einschränken, den Zeitstrahl an sich einschränken. Man erfährt auch hier erstmals, wie lang ist die Historie dieses Titels. Also man hat mal quasi erstmals wirklich vollständige Informationen zur, wie man im Zeitungskontext sagt, Zeitungsfamilie quasi. Also man weiß jetzt erstmals, der erste Titel, der in dieser Historie erschienen ist, ist hier in diesem Fall von der Neuen Leipziger Tageszeitung 1673 erschienen. Der letzte Titel ist 1945 erschienen. Das sind Daten, die wir extra aufbereitet haben, die also in den Einzeldatensätzen nicht rauslesbar sind. Aber gerade wenn es natürlich darum geht, Digitalisierung vorzunehmen und auf einen bestimmten Zeitraum, kann man natürlich so auch ein Kriterium haben, bis wohin man vielleicht auch vollständig Digitalisierte haben möchte und so auch Einschränkungen machen.
Kurz zeigen möchte ich Ihnen auch die Beilagenhistorie, wo auch entsprechend die Beilagen in ihrem historischen Ablauf dargestellt werden und man so auch einen visuellen Eindruck hat, welche Beilagen sind wie lange darin in dieser Zeitung enthalten. Ich hatte Ihnen ja schon gesagt, Verbreitungsortkarte nenne ich kurz, aber überspringe ich. Und ich komme auch gleich zur Zusammenfassung des Ganzen. Also gezeigt habe ich, wollte ich Ihnen zeigen, ich hoffe, es ist deutlich geworden, dass die ZDB aufgrund ihrer Qualitäten, aufgrund auch der Aufbereitung, die sie erfährt, im neuen ZDB-Katalog, gerade im Rahmen von Kooperationsprojekten zur Digitalisierung, als zentrales Steuerungsinstrument eine sehr wichtige Rolle einnimmt. Gerade der neue ZDB-Katalog unterstützt Digitalisierungsprojekte bei der Planung von kooperativen Vorhaben auch durch besondere Aufbereitung von Titel- und Bestandsdaten, von denen ich Ihnen einige Beispiele gezeigt habe. Aber es ist natürlich so, dass die ZDB natürlich nicht alles alleine leistet und leisten kann. Das heißt natürlich, diejenigen, die eine Digitalisierung durchführen wollen, müssen natürlich auch ihren Beitrag leisten, damit die ZDB auch diese Rolle einnehmen kann. Also um Doppelarbeit zu vermeiden, müssen wirklich die geplante Digitalisierung in der ZDB eingetragen werden. Die Kennzeichnung geplante Digitalisierung muss auch wieder entfernt werden, sobald ein Digitalisat vorliegt. Und wenn ein Digitalisat vorliegt, muss dieses natürlich in der ZDB nachgewiesen werden. Und wenn das erfüllt ist, kann natürlich die ZDB als Steuerungsinstrument für Digitalisierungsprojekte vollständig zum Einsatz kommen. Vielen Dank. Es ist ja ein kooperatives Projekt. Wo sehen Sie da den größten Abstimmungsbedarf? Jetzt bei der Entwicklung oder bei der Zurverfügungstellung als Werkzeug für weitere Kooperationen? Wo war der Aufwand am größten? Also im Bereich der ZDB ist es ja darum, dass es vor allem darum ging, ein geeignetes Tool zu entwickeln. Also konkret im neuen ZDB-Katalog, das natürlich das unterstützt. Das heißt, wir hatten am Anfang natürlich entsprechend immer auch Absprachen mit den anderen Projektpartnern, um zu gucken, was sind die Anforderungen, wie können wir die erfüllen. Und das ganze Projekt wurde natürlich begleitet von den Kooperationspartnern. Jetzt ist es natürlich so, der ZDB-Katalog ist da, er kann genutzt werden. Das heißt, jetzt sind die Arbeiten dann wenig in der Erstellung von Tools oder so, sondern wirklich in den normalen kooperativen Absprachen, die geleistet werden müssen, wo man aber die ZDB als sehr gute Grundlage mit heranziehen kann, die Daten der ZDB. Ja, danke schön. Gibt es Fragen? Ja, da vorne. Margret Schill, Theatermuseum Düsseldorf. Da sind natürlich hier schon ganz viele Bestände drin, das ist klar, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass vor allem kleineren und mittleren auch Museumsbibliotheken durchaus noch Bestände vorhanden sind, die jetzt noch nicht erfasst sind. Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, gibt es ja zwei Möglichkeiten, da auch Daten dann einzugeben. Können Sie vielleicht dann noch was dazu sagen, wie es auch vor allen Dingen für kleinere Einrichtungen möglich ist? Also ich habe jetzt gerade die URL nicht, aber es gibt halt dafür, man muss sich natürlich an ZDB wenden quasi und sich da melden, dass man Interesse hat. Bei ganz kleinen Bibliotheken helfen bestimmt auch die ZDB-Kollegen selber, aber bei größeren Sachen ist halt WebCat ein Tool, das eine einfache Oberfläche eigentlich bietet, wo man auch jetzt nicht ganz spezielle Kenntnisse von Anfragen haben muss, um entsprechende Bestände da eintragen zu können. Und sobald die Bestände halt drin sind, kann man natürlich diese Möglichkeiten nutzen. Und ich möchte nochmal an dieser Stelle auch kurz nebenbei darauf hinweisen, dass viele Funktionen des ZDB-Katalogs per URL referenzierbar sind, also so auch sowas wie Titelhistorie und Titelrelation und Bestandsvergleich vom eigenen Katalog aus verlinkt werden kann und so nachgenutzt werden kann.
Gibt es weitere Fragen? Wenn dem nicht so ist, Frau Hubrich, nochmals ganz herzlichen Dank für den spannenden Vortrag.